Tja, so viel zum Thema, wie man mit maximalem Aufwand minimale Wirkung erzielt. In diesem Fall ging es mir darum, ich wollte einen Stepper-Motor, den ich aus einem DVD-Brenner geklaut hatte, das ist der hier, in irgendeiner Art und Weise dazu bringen, dass er sich bewegt. Und das war leider überhaupt gar nicht so trivial, vor allem weil ich keine Ahnung hatte, wie sowas geht. Also habe ich mir selber was zusammengereimt und das sieht dann in ungefähr so aus. Irgendwie denke ich mir dann, das müsste eigentlich auch einfacher gehen, aber ist mir jetzt scheißegal, denn es läuft und ich bin stolz wie Bolle.